Herzlich willkommen zur YouTube-Stream-Aufzeichnung. Die Zuschauer bei Twitch, die sind noch nicht am Stizzle. Heute geht's circa 2 Stunden durch die Stadt. Ich habe ein schmackhaftes Bier in meiner Hand und das wird gleich genossen. Es ist windig und arschkalt. Boah, richtig eklig. Herzlich willkommen! Ah, ich habe den Chat ausgeblendet, ich Vollidiot. Jetzt. Mahlzeit miteinander. Hi, 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 hi. Boah, ist das kalt, Junge. Warum muss ich mich dringend von innen wärmen? Ja. Es reicht! Es reicht! Ah, da ist ja schon der Hund. Maniak! Guten Abend, Bre! Boah, ist das schweinekalt. So ist das? Geht? Naja. Alter, das ist mit einfach nicht. So. Noch zu lange aufnehmen? Yeah. Glauben Sie aufgrund der Kälte nicht zu drehen? Ja, das. So sieht's aus. So, Mahlzeit miteinander. Bist du in Istanbul? Nein? Bin ich im Westen. So, hat das Hartwig in der Salami dabei? Na, seine auf jeden Fall. So, aber na, ihr habt den ja noch gar nicht richtig gesehen. So. Nee, so, oh, Himmel, Herrgott. So, herzlich willkommen. Ja, gut. So. Der Sergeant hat ein Abonnement. Was? Henry. Raul dir die Klöten, Alter. Geiles Schwein. Vielen Dank für den 26. Monat. Darauf erstmal in Kamba-Jagerweise. In Kamba-Jagerweise? Das läuft nämlich. In 2 Minuten, ne? Das läuft am Mittwoch ab, am 27. Deswegen muss es dringend genossen werden. Weil man kann ja Bier, wenn es einen Tag abgelaufen ist, nicht mehr trinken. Dann wisst ihr ja alle. Booster Zero. Nee. Milkfit. Das macht der Führerschein. Henry, bitte. Das muss dringend auf die Blacklist, Alter. Herr 99, vielen Dank für den 20. Monat. Junge, wer ist denn das, Alter? Wer steckt denn dahinter? 20 Monate, den Namen habe ich aber so noch nie gelesen. Oh, Kappa, danke Kong für den 20. Monat. Alter! Was soll denn das? Da fragen mich noch die Leute, warum ich den Chat in den Stream-Aufzeichnungen nie einblende. Ja? Genau wegen sowas. Wo ist miteinander? Junge. Respekt in deiner Clique. Oh, der dicken Ficker, guten Abend. Schönen guten staatsanwaltschaftliche Revision, geliebter Brüder. Oh ja. Der Mann hier muss bald 2 Jahre in den Bau. Erst mal lieber nie in Berufung gegangen. Nee, also es schmeckt ich wirklich vier gut. Vier Jahre im Kopf. Vier? Hey. So lange kriegst du kein gratis Essen im Teil zu. Nee! Gratis Essen, das ist gratis Massephase. Oh. Das ist jetzt wirklich ein schmackhaftes Bier, Alter. Kamba Bayern. Ich habe leider nur eine Flasche, weil das immer in diesem Probierpaket ist. Alter, das ist wirklich. Statement zum Rainer. Ja, ich bin noch am Überlegen, wie genau ich das anstelle, dass ich dort in den Knast komme. Ich weiß es echt nicht. Achso, warte, ich habe noch. Grüße gehen raus an dieser Stelle an die Migrant. Ich habe jetzt hier so einen CBD-Kusch. Stängel. Grüße gehen raus an
Und Blake an dieser Stelle, der hat heute Mittag gesagt, das ist AIDS am Stängel. Es muss dringend mehr an irgendwelchen USB-Sticks gezogen werden. Ey. Ich meine ja nur, sieht immer so aus, wenn die Leute ihre Eikos rauchen oder so. Ich habe keine Zigarren mehr, ich müsste das irgendwie ausgleichen. Mit dem Code DIMI10 bekommt ihr 10% auf die Unterwäsche meiner Tochter. Henry, bitte. Ja. Wenn ich die Unterwäsche meiner Tochter verkaufen. Smirnoff, Mahlzeit! Ich würde jetzt gerne das Wort hier sagen, um mich über die Situation letztens lustig zu machen, aber dann bin ich ja leider nie wieder zu sehen. Ich freue mich, dich hier zu sehen. Danke für den 17. Monat. Bre, komm! Du sollst laufen. Alter Tinkling, komm ran, dann läufst du. Das war übrigens witzig gemeint. Keinerlei Androhung von Gewalt. Ach so. Abdul. Ja. So, was ist denn der Plan? Der Plan ist, für Sicherheit und Ordnung auf diesen Straßen zu sorgen. Ja, dann sollten wir gegen das da hinten vorgehen. So, dann sind wir auch wirklich. Alter. Ich habe momentan keine freien VIP-Plätze, aber. Ich habe so viele VIP-Plätze bei uns. 100 sind belegt. Ja, mehr gibt's nicht. Ich hatte schon. Ja, ich bin. 100 hast? Ich bin ganz sicher. Da gibt's nicht mehr. Das ist scheinbar das Maximum. Oh, was denn? Ach Junge, ich dachte, hier liegt eine tote Ratte oder so. Guck mal, sind mit einer Pfandflasche rübergelaufen. Ein Herz. Das ist schlimmer als eine tote Katze. Sorry, ich habe gerade den Chat gelesen, das kommt nie wieder vor. Also dran vorbeilaufen, weil sie gut versteckt ist, okay. Aber drüber laufen. Ja, Abdul Bre, es ist. Ich bin so wie die Farben in der Unterhose. Naja. Peter München, danke für die 100 Diamanten. Vielen Rattenarsch. Auf welchem Wartelistenplatz stehe ich? Miese Saufe VIP. Lauf! Lauf! Junge, die wogen unter 80 Kilo. Schnell! Komm. Scheiße. Ruiner Wankel, Mahlzeit. Seht mir zum Haftantritt? Ich hab noch ein bisschen Zeit, bevor ich muss. Warte mal, Ruina, du bist kein VIP, was zum Geier? Hast du mir abgezogen und die anderen geben? Nein, habe ich nicht. Lauf, 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 der Nächste! Diese verdammten Gangstalker! Hier, der Nächste! Bah! Arschlöcher! Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Junge, mich treibt denn in den Wahnsinn. Mich treibt denn in den Wahnsinn. Alter, was ist denn hier los? Du, Marie. Wir müssen dringend. Ich hab Hunger, ich muss irgendwo was snacken. Alter, ich zock zu viel. Ich wiege jetzt 88,4 Kilo, Alter. Ich gestern gewogen. Ja, das ist schwerer als ich. Echt? 84. Alter. Nee, das liegt an dem ganzen Zeug, das mir geschickt wird. Ich verschlinge das immer alles. Ja. Sofort. New Year, neues Jahr, neues Ich. Ach Quatsch, okay, heißt. Am Strand wird abgerechnet. Ja. Schickt mir Trembolon, Kappa. Ich muss echt sagen, das Kamba ist ein verdammt schmackhaftes Bier. Das ist noch gut schmeckt ohne Kohlensäure. Wir sollten vielleicht unsere Fitness nicht so zur Schau stellen, sonst fangen die demnächst an hinterher zu laufen, weil sie wissen, dass wir nach 5 Metern nicht mehr können. Alter, der Mann. Das sind alltägliche Geräusche. Ja. Wir laufen. Es ist rot! Alter. Der ist nie ohne Grund bei Rot gefahren. Ich wollte gerade zur Rede stellen, was das pfeifen soll. Aha. Alter.
Oh ne, sieht man das? Ich hab das doch extra so rübergebogen. Ist ein bisschen anschlabbern. Aber so windig ist es heute eigentlich gar nicht. Ui. Der M2 wurde bis zum geht nicht mehr aufgebohrt, wie es klingt. Sah aber von der Größe her ein bisschen mehr nach 4 aus. Ja, das war jetzt nur so eine optische Täuschung. Eigentlich war die Ampel bei dem Herrn grün. Also so wie jetzt hier. Also das ist jetzt rot, ich habe das so invertiert. Also bist du gerade bei rot gelaufen? Na, ich habe es jetzt gerade wieder rückgängig gemacht. Ah. Ach komm Mensch, mach's doch nicht so schwierig. Ich hab nie studiert. Ich hab nicht studiert. Endlich Feierabend, grüßt euch. Ach K.O., das fängt erstmal die Arbeit an. Hier gibt's was Neues. Trichter. Seit dem Mittelalter befand sich an diesem Ort das südliche Stadttor Dresdens. Ach, das ist gar nichts Neues. Nicht? Hey, nee, das ist das Ding. Ich hab diese Tafel gerade zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, die ist aber neu. Also wirklich neu. Tafel dazu. Ich glaube, weil eigentlich war hier unten immer irgendwas Tafelmäßiges. Das Ganze erklärt. Aber da unten soll das Chakra gewesen sein. Da wohnt der Yeti. Also ich habe jetzt erstmal hier wirklich aktiv verfolgt die Diskussion über das VIP bzw. das Un. Überall sind die. Das unrechtmäßige VIP bzw. dass sich da was ändern muss. Schreibt bitte alle mal dem Sahib auf Instagram an. Der ist bei mir der Leiter, was das angeht. Wie läuft denn eigentlich die Bewerbung für die Wurst-Challenge? Ja, 40-50 Bewerber für 3 offene Stellen. Ja, der erste, der sich gemeldet ist, der Schender. Der hat anscheinend gerne kalte Bockwürste in seinem Rachen. Ich weiß nicht. Ach, kalt? Na, ich soll dort einen Topf irgendwo hinschleppen? Ich weiß nicht. Kann auch kalt, ist in Ordnung. Na, ich habe halt 2 riesige Dosen mit jeweils 3 Kilo Einwaage bekommen. Mhm. Hab ich gesehen. Naja. Die willst du nicht warm machen? Naja, das ist doch übelst aufwendig, okay. Die warm zu machen. Ja, wir können die warm machen, aber... Zum Glück muss ich nicht dran teilnehmen. Ja, das... Nee, du bist so der Veteran halt, der das Ganze ein bisschen leitet und ja... Kommentiert. Ja. Also wir brauchen halt so noch 3 Mann oder Frauen. Und man muss ungefähr, wenn man gewinnen will, in den 10 Minuten 1,5 Kilogramm schaffen. Also wer da dann ankommt, die einfach nur kurz ein bisschen rummulmen will und 6 Würste schafft, nee, da muss ich halt wirklich die Spreu vom Weizen trennen. Das ist der Job dieses Mannes. Ja, ich habe schon einen sehr, sehr, sehr vielversprechenden Kandidaten, der meint, er ist in der Massephase und das sah auch so aus. Ja, genau das. Ich brauche unrasierte, schwitzende, pickelige Männer. Oh, Junge, oh. Das ist mit unrasierten, pickeligen Frauen. Schließt du die sind herzlich willkommen. Ja, wollte gerade sagen. In meinem Bett. Hä, aber nicht bei der Wurst-Challenge. Wieso nicht? Nein, doch auch bei der Challenge. Mensch, meine Güte, ja. Prost, Mahlzeit. Und hoch auf die Vielfalt. Würde Leute eigentlich dazu bringen, der Feuerrose zu schreiben, dass die mitmachen soll? Nein, die Würste sollen sich oral eingeführt werden. Henry. Was denn? Du hast es zum Thema gemacht. Ich frage ja nur, ob wir die dabei haben wollen. Eigentlich danach können wir gerne was machen, so entspannt Shisha und dann entspannt auf deiner Couch, dies, das. Oh, nicht auf meiner Couch, Moment. Meine Couch steht für sowas nicht zur Verfügung. Für sowas? Ja, die kann kaputt gehen, die Moni. So. Ja, okay, ist Schluss, das ist... Ja. Nee, hey, das ist verachtend. Sergeant's Couch verachtend. Essen. Grüße gehen raus an Herbert Wehner. Ja, immer essen. Ist ja wohl logisch, wo wir gegessen wird, oder? Ach so, Jetzt können wir ja wirklich Essen bei KFC mitnehmen. Yeah. Das ist so geil. Aber wir gehen natürlich zum Currywurstladen. Oder? Wisst ihr, was wirklich krass ist? Seit der Eröffnung des KFCs war ich nicht noch einmal da essen. Ich frag mich bitte nicht, warum. Das ist nicht traurig. Weil das erste Treffen mit diesem Laden relativ ernüchternd war. Ich habe einfach Angst, dass ich mich überfresse. Ja, okay. Ich will das künstlich knapp halten, dass ich da hingehe, damit ich mich jedes Mal verfreue. Stimmt, weil du ja sonst immer nur nach Halbzeit gefahren bist, nur um KFC zu essen. Ja. Jetzt musst du nicht mehr so weit fahren. Das versteht, das ist kompliziert, Bruder, du weißt es. Aber wenn du dreimal hintereinander bummst,
dann ist es doch, also auf drei hintereinander folgenden Tagen ist es doch nicht jedes Mal so geil, oder? Ich meine, also drei hintereinander folgenden Tage, ja. Dreimal am selben Tag wird es dann anstrengend. Ja gut, du bist erst 21. Das ist ja, noch ich anders. Bin 22, hallo. Achso, okay, moin. Ja, du weißt schon, was ich meine. So, das, wenn du eine Woche keinen Huhn hast, schmeckt es besser. Das, oder einen Monat. Was geht hier vor? Ach, Drecksgeschwätz. Alter, wo kommen denn die Bäume her? Ja. Massiver Sturmri. Hä, hier stand doch nie ein Baum. Der Baum muss weg. Wo kommt das her? Das ist immer beschrieben. Ja, das ist richtig. Und der Baum wurde weggemacht. Lust auf Schub ist Luftgewicht. Junge, das. Hättet ihr Interesse am Bockwurstwettessen teilzunehmen? Die Hüfte sieht vielversprechend aus. Junge, was zum. Wir haben gerade miaut. Hast du beim Sturm einen geblasen bekommen? Lol. Leider nicht, ich hab's aber mehrmals während der Wanderung versucht. Nee. Bei ihm, es ist kein Witz. Ja, 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 Alter. Also ich meine, das ist schon echt ein dicker Stamm so. Also no homer. Schickt mir Baumkronen. Das ist ein gutes Thumbnail. Danke. Müssen die Bockwürste zwingend oral verschwinden? Ja. Naja, ja. Eigentlich nicht, aber ich muss es ja videografisch irgendwie festhalten. Und deswegen schon, ja. Also nasal würde noch gehen. Aber aua. Nein, ja, also. Stimmt, der Onkel schafft's. Okay. Die Nase ist zwar lang, aber nicht so gedehnt. Ui. Die Stammkundschaft von KFC. Sind sehr viele Menschen. Sehen alle nach Gangstalkern aus. Oh, hier auch. Hey, ich hab's ja gewusst. Nee. Willst du jetzt rennen oder willst du? Na, mal gucken. 300 Meter Stahl, ich bin so abgehoben, sorry, ich gebe mein Bestes. Ich bedanke mich gleich, sobald das Essen da ist. Ist das hier sicher oder greifen die an? Bis jetzt sieht es noch nicht so aus, aber gleich greifen sie an. Kommen sie? Kommen sie? Vermutlich, oh nee. Oh nein! Nein! Junge, hängt die den ganzen Tag vor dem PC? Ist das auf dem Fahrrad, Alter? Junge, ich dachte erst, einer von denen rennt mir hinterher, das bist du. Junge, die sind immer noch da. Sind die Gangstalker noch da? Nie so nah! Bah! Nie so nah! Verschwinden Sie aus meinem Lichtkegel! Gar nicht mit, das ist wirklich drei Stufen zu bar. Abendessen ist sowieso völlig überbewertet. Statement zum Shindy-Post. Geliebter Onkel, kannst du mir den bitte vortragen? Im Chat.
Baby blärt, falls der Schänder bis dahin entbannt wird vielleicht. Könnt ihr mal eine nette E-Mail an Twitch schreiben. Ja, Shinui, genau das. Genau das. Ja, Meister August, das ist die Frau, die dich letztens am Postplatz vernascht hat. Ich hoffe, der Jailbait war es wert. Der Malte, der schafft das schon. Der schafft das schon. Der hat Schlimmeres erlebt. Der war im Kongo. Er war in Afghanistan. Er war in Bayern. Da wird er die Kinder schaffen. Ja, die Bahn! Schnell! Abgeschüttelt. Ja, langsam los. Geht die schon ganz gut. Ja, dass er auch dringend Lauf drin ist. Ein bisschen ist noch Luft da rum. Ein bisschen? Ein bisschen noch. Los, fahr los. Schwarzfahren, Alter, wir haben Monatskarten. Oh ne, sind drin. Nein. Oh nein. Junge, das ist nicht wahr, oder? Ja, wir haben es jetzt mal geschafft. Synagoge? Ja. Du. Willst du mich verarschen? Hä? Willst du mich verarschen? Nee, ich will nicht nach gefragt. Ich werde gegen euch vorgehen. Verpiss dich! Ich hau. Nee, ich muss das müden, sonst kann ich sie sagen. Jens, ich bin mir ganz sicher, dass die Dickpics schon geschickt wurden. Der Mann, der bei der 3T-Ski ist, Intus hat alle. Schick mir eine Verfolgungsjagd. Wir schaffen das. Du musst an nicht glauben. Ich glaube nicht. Kuhfleck, ich will nicht 2 Jahre im Knast. Also ist die Taschenlampe zu klein. Ja, Dexter, würde ich auch. Dani Life.
fuck, Alter. Die Kondition. Oh. Ich wäre bald 25. Und ich merke es echt langsam. Fuck. Oh. So. Junge. Also ich glaube, ich habe meine 20.000 Schritte voll. Junge. Oh Mann, ey. Normalerweise. Also früher konnte ich mal wirklich locker bis zum Rummel jetzt durchsprinten. Mann, Alter, was ist denn los? Aber immer noch hat's gereicht, um die abzuschlagen alle. Geil. Ja. Ja, Shinui. Na gut, 5,2% ist ja fast alkoholfrei. Passt schon. Ja, ja Junge, Alter. Meditation, ich glaube gestern oder was heute Morgen reingeschaut. Da stand der gute Mann in Leggings und kurze Hose da. Und trat wild im Raum herum. Das war wirklich auf eine ganz interessante Art und Weise hypnotisierend. Und ich werde wieder einschalten. Und ich werde auch wieder meine Hand um den Joystick legen. Nackt ist besser. Oh, geil, Alter. String Emil, oh ja, an den erinnere ich mich. Bester Mann. Bester Mann. Hey, ja, gebundene. Mal zurück. Mal schauen, ob du so leicht abschlagen wirst. Ob du mich so leicht abschlagen wirst, Kampf. Ja, ich hoffe, der Mann kommt auf einem Quad und fährt mich um. Ah, Tierblume, schön dich zu sehen. Sau. Oh. Besuchte den Drachenlord im Knast. Also, ich weiß es, weil ich mehrere Brees habe, die hinter Gittern saßen, beziehungsweise sitzen. Ja, die müssen da zustimmen und einen Termin ausmachen. Also, ich weiß nicht, ob man da so einfach reinkommt. Aber vielleicht sagt er ja zu, wenn ich eine Packung Käse-Macaroni mitbringe. Stehen die Chancen gut. Sie entschuldigen. Ich bin gerade weggerannt vor ein paar Gangstalkern. Hätten Sie da ein paar Tipps? Was? Kann man nicht. Nee. Guter Mann, ich bin geflüchtet vor den Gangstalkern da hinten. Aber ich kann nicht mehr. Wie würden Sie jetzt am besten flüchten? Flüchten? Ja. Wohin flüchten? Na, dass die mich nicht mehr kriegen. Da hinten sind die schon. Nudeln auf der Lade. Danke für den Tipp, Bra. Hier um die Ecke rum. Links? Ja. Geht klar. Musik? Nee, die GEMA, das geht nicht. Danke trotzdem. Alter Flo, diesen langen Text, den kann ich leider nicht lesen, tut mir leid. Alles, was mehr als 8 Wörter hat, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Woher wusstest du, dass diese Rentner keine Stalker sind? Ich weiß es nicht. Leute,
3,5 Kilo. Jetzt kommt es. Der hat natürlich frühmorgens, hatte, sag mal, das eine Hähnchen hat er dann gerissen, da hat er angefangen zu essen. Da hat er ein paar Äpfel genommen, ein paar Bohnen genommen und anderes Zeug, alles getan. Die haben liegen mit 20 Mann, haben sie am Tisch gesessen, da war da, sag mal, ein Topf mit Erbsen drin, da haben sie Erbsen rausgeholt, reingesteckt, abgeschleckt und nochmal rein. Aber jede von den 20. Die Hygiene war nicht so berauschend. Kann man das überspringen? Isst er das zweite Hähnchen, frisst er auch rein. Aber er spült es natürlich auch runter. Er spült es immer, weil jede Früh hat er so 6 Flaschen Bier, 6 Flaschen Wein. Liter. 6 Liter Bier, 6 Liter Wein. Leute, das kriegt man nie weg. Nach 2 Hähnchen und etliche Hände noch anderes Zeug und noch eine Flasche Bier und eine Flasche Wein, da war der Totenbacke satt. Dann ist er aufgestanden und frühstückt nicht. Ja, also bei dem Mann kann ich nicht mithalten, was die Show angeht. Der hat einfach 20 zahlende Wessis um sich versammelt und mit was für einer Ehrfurcht und Inbrunst dieser Mann das vorträgt, der ist doch komplett dicht. Absoluter Ehrenmann. Haben wir sie losgebunden? Okay. Mal echte Kunst würdigen, Alter. Mit meiner Milch. Junge. Das war wirklich. Ich bin durchgeschwitzt, sag ich mal so. Mach dich immer so unpraktisch mit Rücklagsrennen. Egal. Bre, du bist doch ständig im Einsatz. Ausdauer, also ich schäme mich so zu schwitzen und außer Atem zu sein, das ist wirklich. Nee, ich will, das ist schon leer. Hier, da wirst du fitter. Ja, Gewichtstraining nennt man das. Boah. Warum gibst du den QV Geld? Henry, das war eine gute Dame, die hat wenigstens noch ordentliche Musik gemacht. Statt diesem wirren Rumkrakehl über Huhn und Wein. Mindestfall müssen. Mindestfall, Mindestfall. Ja. Ja, Jens hat es verstanden. Es wird sich alles wiedergeholt. Nach dem Steam rauben wir die gesamte Kasse. Das war Investition. Investition? Ja. Statistisch gesehen werfen mehr Leute was in einen etwas volleren Geldhut oder Becher. Ach, das ist wie beim Bukake. Ja, wenn der Erste auf deiner Stirn gekommen ist, dann machen die anderen das auch. Ich verstehe. Ja, das ist Pfeifeld. Qualität sehen und. Ja, das war qualitativ hochwertig, definitiv. Bitte kurzes Statement zum Restaurant Dresden 1900. Sind wir dort nie essen gegangen? Nach dem. Das zum Beispiel, das ist jetzt nie so meine Musik. Das ist eher so Industrial Metal. Ich bin eher so, ja, ihr wisst schon. Wie die Frau direkt in die Tasten greift und sich Kundschaft nähert. Aber ich würde grundsätzlich zum zweiten Standbein raten. Ich meine, sie ließ das sehr gut stehen. Würde ich nicht machen. Wichtig ist, zum wahren Reichtum kommt man nur, wenn man mehrere Einkommensströme hat. Einer reicht nicht. Ein 9-to-5-Job reicht nicht. Es swipet ab und kommt in die Gruppe und sammelt dran. Henry, bitte. Reicht auch schon, wenn Jürgen Schauer das macht. Meister, ich weiß noch einiges davon, aber leider nicht mehr viel. Ich habe mir nämlich die meisten Erinnerungen an den Trödelmarktausfall weggesoffen. Ich weiß nur noch, dass der Schänder nackt war. Vor sehr vielen Leuten. Ich weiß jetzt selber nicht, wie groß dieser Weg war. Nun, es ist an der Zeit, sich zu bedanken. Auch wenn ich sehr schlecht Akkordeon spiele und trotzdem einige hier was dagelassen.
Kaiopai, vielen Mastam, Free Armin, bitte lautstark Free Armin Maivis verkünden. Sehr gern, danke für den 5. Monat, Pri. Paul 68er, Hi Fisch, feuchte Grüße aus der Oberpfalz. Ja. Grüße an Jamal, Grüße gehen raus. Mace, danke für 29 Monate. Arthur, danke für 9 Monate, verdammte Gangstalker. Ja, heute ist ganz anstrengend, Alter. Heute ist wirklich. Heute ist ein anderes Level des Wahnsinns. Ich bin da. Jackpot, Alter, Jackpot. Peter München hat Chinu ins Sub geschenkt, vielen Mastern. IDM 0000, danke für den 7. Monat. Sneaker Addicted, danke für den 4. Krampf. Luis, danke für den 5. Navigates Bra. Na gut, gut, gut. Ich kann mich nicht beschweren. Weiden in der Oberpfalz, selbstverständlich. Wo denn sonst? Onkel Dicky, oh Junge, das ist der Mann, der mich jahrelang, ihr wisst schon, danke für den 10. Monat. Mulzeit Dr. Arscher, ich wünsche Ihnen feinste Alkohol extra. Danach hört Twitch leider auf, das abzubilden. Was zum Fick? 10.000 Tim, vielen Dank für den Prime. Und Monaco Nils, danke für dein Ja. Ich grüße dich jedenfalls, Bremen. Reiner Zufall, wohnt da überhaupt jetzt noch jemand in der Augustenstraße? Die Jungs sind doch im Knast, oder? Und die gute Frau, die ist im Himmel. Wollen wir nochmal einen Anlauf wagen? Okay. Ja. Die Hoffnung wird zuletzt... Dass völlig durchgeschwitzt. So erkältet man sich. SARS so auch kommen kann und wird. Ah, Mann! Das kotzt mich an. Was? Wir sind aus dem Training raus. Wir sind viel ja, da. Mann, das. Das. Mr. Uli, danke für den Resub. Und Sportler Franco, danke für den 13. Mahlzeit. Genau so sieht's aus, Bre. Da links ist der Feind. Sind Sie der Feind? Sind Sie der Feind? Der Chat hat gesagt, Sie sind der Feind. Nein, okay. Der Mann war nicht angetan. Alter, wie geht's dir denn so? Ich habe schon seit Jahren aufgehört, dir diese Frage zu stellen. Die macht mich nur depressiv. Ich sehe mich selbst als... Oh nee, die Gangstalker. Du wirst alt, fick dich, Meister August, du wirst nicht alt. Euer Reichtum widert uns an. Ja, danke, wir sind reich an Genitalien. Ja. Hey, die Leute gehen alle bei Rot. Ich distanziere mich ausdrücklich von diesem Fehlverhalten. Die Fanpost wird alt. Ja, das stimmt. Die ist fast so alt wie du, Bree. Omega. Alter. 100 Stunden Mix muss dringend kommen. Oh, Junge. In 20er-Zone. Ja, die ganze Straße ist 20er-Zone, aber in der Regel fahren die Leute hier alle 50. Also. Junge, dieses Strobo da hinten. Disco, Disco, KFC Club. Junge, der Papst säuft. Meister August, ich schwöre auf meine Eichel, das Unboxing kommt vor meinem Geburtstag. Wovon? Von der Fanpost. Achso. Schiedsrichter auswechseln. Ja, wirklich, Alter. Ich muss dringend ausgewechselt werden. Mal vor, Mbappé übernimmt diesen Stream. Oh, Junge. Na gut, das wäre schlecht für den Chat, aber... Ah, oui, bonjour. Ja, auch, auch. Hier steht ja nichts mehr. Nee. Poschi ist aus der Forensik ausgebrochen. Was, der Mann lebt noch? Junge, das ist... Ich... Junge, da ist er. Da ist er, wirklich. Sagt mir immer Mbappé, da kommt er direkt hinter dir. Guck, jetzt sind auch die anderen her. Wird eigentlich noch Gammelfleisch geschickt? Ja. 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 Knorr Tom wurde soeben in Texas gesichtet. Das wundert mich nicht. Der Hillbilly. Bist du ein Hillbilly? Nein. Der YouTube-Star, ja, ich habe seinen größten Hit Terra Titanic nie vergessen. So, ich würde dir das mir überlassen, den Laden zu betreten. Ich möchte nämlich kein Hausverbot beschüren. Schießcrunch.
Haben die Bier? Dann nehme ich einen Cheese Crunch und eine Fanta, bitte. Wieder Feind. Vielen Dank. Dresdens größter KFC-Fan, der steht ja gerade vor der Kamera, das stimmt. Jense Blümchen, also bevor ich den Mann in meine Wohnung lasse, muss schon viel passieren. Ich habe nämlich wirklich noch Angst um meine Gesundheit. So eine Klinge zwischen den Rippen, die macht sich nicht so gut, wirklich. Also so. Ja. Schwierig. Schwierig, Bre. Was hier bei dem KFC los ist, echt heftig. Oh, das ist echt heftig. Wirklich eine Woche lang nach der Eröffnung war hier einfach jeden Tag noch eine Schlange, die bis davor zu den Bäumen ging, also so 60, 70 Leute. Das war krank. Hast du ernsthaft die Cap von 2016 auf? Ja, das ist der zeitlose Klassiker. Die habe ich so rum, also wirklich gefühlt fünfmal die Woche auf. Ich weiß auch nicht, irgendwie diese Cap, die hat was an sich. Ich weiß nicht, ob es die Salzkruste ist oder der bestialische Gestank. Oder die Gewichtszunahme von mindestens 30% über die Jahre wegen dem Tragen. Ich kann mich davon nicht trennen. Die muss brennen. Track 001, vielen Dank für 5 Abonnements. Faworski, Drickel, Safe Dave, Joya und Devisi. Wir glücklichen. Darf ich eine Kotprobe von dir nehmen, wenn du mich auspumpst, sehr gern? Oh, ich schwitze. Alter, Uli! Habt ihr das gehört? Hat jemand halt die Fresse gesagt. Vielen Dank für 7,55 Diamanten. Gott segne dich. Was kostet das Weed in Dresden? Ich bin da raus aus dem Business, aber meistens ein Zehner. Aber es ist wirklich ranzige Hecke. Ranzige Hecke. Big Dong, danke für den dritten Huhn. Du wirst beobachtet. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ich weiß. Holt euch einen Mindestbürger oder Huhn. Der Mann ist schon drin und hat bestellt. Bitte möglichst deutsch im Chat, die Moderatoren, die können das sonst nicht. Unangenehm. Wie sind sie an den verdammten Berber rangekommen? Ein sehr großes Paket in der Fanpost. Ich darf leider dazu nichts sagen. Emre, bitte sowas nicht im Chat. Vielen Dank. Sind die nicht Peter München? Vielen Master. Die Shindy-Box wirst du auf jeden Fall nicht zum angekündigten Datum bekommen. Wenn du mehr wissen willst, musst du den Post checken oder meine Nachrichten im Chat. Yeah, ich gebe mir Mühe, aber die Zeilen waren zu vielfältig. Ich habe mich gefreut auf das Geburtstagsgeschenk, aber scheinbar, naja. Schade. Meister Auris. Ja? Bist du vom Steve da denn der Bruder? Ich grüße dich. Alles klar. Ja, es ist. Alter, was zum Geier. Ich weiß, ich soll den Mann öfter zeigen. Seit Beginn meiner Karriere 2013 befinde ich mich, teils durch selbst verschulden, in mehr als fragwürdigen Vertragsverhältnissen. Daraus resultierten in den vergangenen Jahren diverse vertragliche und steuerliche Schwierigkeiten und Ungereimtheiten, die sehr viel Zeit gekostet und mich in meinen Möglichkeiten als Künstler stark eingeschränkt haben. Diese Situation hat sich in den letzten Monaten enorm zugespitzt. Es sind so viele Parteien involviert, was die Lösung sehr erschwert. Deswegen wird das Release der 250 Euro Deluxe-Box verschoben. What? Die Gangstalk ist wirklich überall. Die agieren jetzt schon familiär. Das ist wirklich, macht mir Angst. Was?
Hast du drauf gezählt? Ja, dann Skier 151. Das ist deine gute Mitarbeit. Das ist eine Anzahlung für den Sprit. Wir fahren bald in die Schweiz. Hey, wirklich bei den Preisen. Alter, eine große Pfanne. Die gönnen Michis. Schön. Oh, Matt, danke für den Reset. Ein erneutes Huhn. So. Musste der Beutel jetzt echt sein? Nee. Ja. Gut zum Mitnehmen, Bre. Ja, alles klar. Ich weiß mich einfach nicht zu. Ja. Es schmeckt einigermaßen gut. Free Steve, ja. Der Mann arbeitet Vollzeit schwarz. Ich kann nicht so oft mit dem Mann. Zum Glück hat der Mann keine sozialen Netzwerke. Sonst hätte er bestimmt direkt die Dickpics geschickt. Bäder München, bitte hören Sie auf, die Subs zu verschenken. Das Geld muss unbedingt investiert werden in Augustiner. Es gibt nie genug ungesättigte pflanzliche Fette. Wie viele dieser Burger würdest du in einer Stunde schaffen? Also, August, im viel Essen bin ich definitiv nicht gut. Mein Magen ist klein und ich bin schnell satt. Und krieg dann auch, also wenn ich einen Döner esse oder eine Pizza, dann Schluss. Also, das ist definitiv nicht meine Stärke. Aber es ist schon meine Stärke. Also das Blasen von dicken Pimmeln. Ich distanziere mich jetzt wirklich. Ja. Ich bin vergeben. Ja, aber du nicht hier. Und jetzt? Nee, doch. Oh. Du stampfst mich irgendwann mal in den Boden ein. Wenn ich deine Netzhaut vollkommen vernichtet habe. Jetzt mal gucken. Weiß, was alles passiert. Inortius, ich danke dir. Kauft mal Nutella, auf keinen Fall. Rauch mal ein, da isst du mehr. Aus Erfahrung eigentlich nicht. Ich esse nur komisches Zeug. Aber nicht mehr. Danke dem Migrant für das Spice. Kappa. Das CBD ballert nie Smoothie. Schiebt mich in eine ganz andere Dimension. Vanilla Sky und so, du weißt. Ich würde dich gerne dappen, aber mein Herz reicht für diesen Monat leider nicht. Fühl ich bringen. Heißt das nicht, dass man was nachvertont? Hm? Na, dappen? Ach ja. Hm. Bist du gut im Sushi essen? Habe in Düsseldorf den Kong und den Tisch gegessen. Früher habe ich mal, also mein Rekord, das war 2017 oder so, liegt bei 37 Tellern hier am Show. Mittlerweile schaffe ich so 25. Also früher habe ich mal mehr gegessen, dafür 2-3 Mal am Tag. Jetzt esse ich so 4-5 Mal am Tag weniger. Da, wenn du das über Jahre machst, wird der Magen halt immer kleiner. Franco, das ist egal. Der Lord darf erwähnt werden, das ist nicht so schlimm. Nur nicht seine sexuellen Geschichten, danke. Furious Pyro, danke für 7 Argeten. Würde ich gerne Geld spenden, dazu würde ich aber verlangen, dass du säufst. Deal. Tom, du musst kein Geld spenden, ich werde mir sowieso gleich ein Bier holen. Und bitte im IRL-Stream, also wenn ich am Handy live bin, nichts bei der Donation. Das wird nicht angezeigt. Brauchst du auch nicht. Ich bin ein schwerer Alkoholiker. Dazu muss man mich nicht motivieren. Junge. Also wenn Mimon das Haus gehören würde, am schaurigen Berg, wäre auch interessant. Aber ich würde eigentlich lieber den Schänder drin sehen. Er macht einfach ein Schänderwerk mit seinem gesamten Haus. Ja. Er will. Ja.
Wie viel hättest du aus eigener Tasche für den Atschauerberg bezahlt? 52. Naja. Das Grundstück ist wertvoll. Dann könnt ihr jetzt noch, solange dieses Vermächtnis des Lords anhält, 3 bis 7 Jahre, schätze ich mal, oder 8 Jahre, oder 10, was weiß ich, das so als Museum missbrauchen. Danach reißt man es ab, baut was Neues. Und wer da rein investiert, falls das Haus wirklich zum Verkauf steht, der macht massiven Reibach. Ja. Das macht das Sargent beruflich. Der Mann ist Immobilienmakler. Ja. Für Einsiedlerkrebse. Einen schönen Abend noch, Bray. Ja. Danke gleichfalls. Der Curryladen. Der Curryladen. Die haben, wo gibt es denn zur Brühe? Das ist eine gute Frage. Im Rewe, aber das kein Empfang. Der Rewe hier macht, glaube ich, sogar gleich zu. Hm? Also entweder bin ich völlig paranoid oder das sah aus, als hätte er einen Twitch-Chat offen auf seinem Handy. Mhm. Nee, die Gangstalker waren heute auch wirklich sehr aktiv. Also. Meinen haben sie uns nicht fast überfahren. Was? Wann war denn das? Ja, bei mir mehrmals. Bei dir mehrmals? Immer an derselben Stelle. Ein Roller oder? Nee. Ein Auto? Mhm. Alter. Ihr Ziel ist es, mich zu erschrecken. Aber da ich den Streamer nicht angekündigt habe, mussten die ja random da rumgehangen haben vor dem KFC. Alter, das ist schon brutal. Du hast denn doch für einen 5er locker das gesteckt? Nein! Ja, ja, du Hund! Ich würde viel mehr dafür verlangen. 10! Ja, mindestens. Ja, 12. Hey! Tom, geliebter Onkel, vielen Dank für 5 verschenkte Sabaronis! Junge, hier wird jetzt sowas von eingeführt. Wer ein Sub geschenkt bekommen hat, bitte bedankt euch bei dem guten Mann. Hat bestimmt im Online-Casino mies abgesahnt. Weil wie sonst sollte man am 25. des Monats noch so viel Geld übrig haben, Alter. Finde ich. Ja. Shish. Bist du immer noch im Online-Casino tätig? Was? Wir hören die ganzen. Alter. Wir hören die ganzen. Alle? Die gehören einfach alle mir. Der Mann, der sammelt nur Pfand, um sich an damals zu erinnern. Ich bin abgehoben eigentlich. Ist das zuckerfrei, oder? Zuckerfrei gab's nicht. Kann man das hier irgendwo... Verstauen, ich kann sie... Das ist ja nett, das ist voller dran. Eis. Ich muss dringend Brühe mir zuführen. Nee. Danke, das ist ja nett. Meine Hand fällt gleich ab, Alter. Ach so, weil es so kalt. Was sieht man zu It's Natalie? Von ich? 300 Meter Kampf. Was soll ich dazu sagen? Die Dame bezahlt meine Wohnung. Also wenn dein Freund das als Statement gibt zu dir, dann hast du es geschafft. Geil. Gefällt mir. Ja, was soll ich dazu sagen? Nö, stabil. Soll ich jetzt rumschmalzen? Ha, die Lieben meines Lebens. Kauft mir eh keiner ab, nicht mal sie. Also. Fühle ich absolut. So, was soll ich dazu sagen? Du musst mir Ringe kaufen. Ich bin zufrieden. Also nicht die für den Finger, sondern die den Klöten. Die Ringe, die Sie sehen, das sind 4 Stück und es ist auch ein Kühlergrill. Wer serviert denn so seinen Gin Tonic, Alter? Wildbrie. Die völlig versüffte. Die ist komplett fertig, siehst du doch. Fever-Free Flasche, wie die. So eine ganz wilde Party und guck sie doch mal an, die ist komplett fertig. Junge, diese Kauleiste, da fehlt doch einer hinten, Alter. Das ist doch der Barkeeper-Effekt. Geil. Max, du bist die Liebe deines Lebens. Ach, du auch, Bra, du auch. Ja. Schwierig. Hey, Meister August distanziert sich hiermit von seiner Distanzierung von der Kampfansage gegen dich. Okay. Wann willst du dich fetzen? Also sportlich rein. Komm ran, ihr Kühl! Ich würde nicht dazu aufrufen, ranzukommen, das ist mit Gangstalker und so. Ach so, ja, ich meine ja nur Meister Anus. Irgendwann bekomme ich dich noch in die Finger und dann. Dann wird gefickt. Ich rede von Safer Sex, selbstverständlich. Ja, klar, ist logisch. Ohne Gummi, ohne doppelten Präservativ über die Eichel wird hier nichts laufen.
medikamentös und mit Gummi, das ist ganz, ganz wichtig. Alter. Das muss wesentlich mehr geschützt werden. Stell dir mal dieses widerliche Kind vor. Die meiste August? Nein, inzwischen. Ach so, sorry, Kappa, ich habe mich verwählt. Ich habe mich verwählt. Ja, es ist gefettfingert. Ui, Stream Sniper. Stream Sniper. Stream Sniper Gangster gemeint. Stream Sniper. Reste von Nahrung. Nom, nom. Der Kippenstummel wurde ausgedrückt. Ja, der Panda wird das bestimmt essen. Erinnert dich mal an das Gebiss. Da ist eine ganze Gruppe Gangstalker. Ich muss mich ein bisschen geduckt halten. Ich glaube, mittlerweile bin ich nicht mehr das optimale Objekt, um sich dahinter zu verstecken. Doch, der Rucksack und die Jacke, die sind mächtig. Danke. Eigentlich meine ich eher das Barett, aber... Ach so. Ja. Ein bisschen auffällig. Bier, er will Bier. Das, Alter. Für den Panda wäre das nur ein verhältnismäßig gutes Mal. Alter Meister, Alter. Massive, kann man sagen im Chat. Nut. Schönen guten Darm. Was denn? Wenn mir erschmeckt man mir, aber das ist leider. Naja. Wir machen den Schwächsten zu, nochmal zurück. Ja, die Bierauswahl missfällt mir. Nee, ich bin die 50. Der Monetto Spritz, was ist denn das? Hugo, Aperol oder Aperol Spritz? Der Hugo. Ja. Knallt der? Das Telefon bimmelt. Das ja, aber lass es noch, wenn du hier um die Schlange aufhältst, dann kann ich. Das ist Eduard Käseberg. Ich würde Ihnen empfehlen, ranzugehen. Ich nehme einmal den Hugo, bitte. Mit Strohhalm? Mit Strohhalm? Das ist ja pervers. Also die Damen trinken das doch. Ja, ich trage Bart. 3,50. Hätte ich jetzt nie gedacht. Ja. War das der echte? Sprach der Mann von seinem Sohn Rainer? Bah! Dankeschön. Meister August, ich raff's auch selber nicht, muss ich echt gestehen. So, was haben wir jetzt hier von Hugo, Alter? 0,28%, Alter. Mio Netto Hugo. Ja, genau ist das. Es gibt ein Video von Massengeschmack. Ciao, Sandra. Süß wie so. Nee? Oh, ist das eklig. Das ist doch kein Hugo. Bah! Kommt da rein in den Nöde. Das schmeckt richtig eklig. Das ist arschkalt. Oh, ist das. Oh, ist der Geschmack ekelhaft. Oh, ist der Geschmack ekelhaft. Im Radewerk genommen. Du bist ja nicht 50. Das ist mit Abstand der ekligste Hugo, den ich in meinem ganzen Leben getrunken habe, Alter. Ich trinke eigentlich gerne Hugo, aber... Hier zum Nachdenken.
Boah, ist das eklig. Bro. Das ist eines der ekelhaftesten Getränke, die ich jemals in meinem Leben getrunken habe. Aber wenn ich die 3,50 Euro und 8% von meinem inneren Auge so abspulen lasse, dann passt es schon. Dann denke ich mir einfach nur, es muss rein. Ja. Koste es, was es wolle. Mind over matter. Was zählt, ist der Rausch. Boah, das war eklig. Die Damen hinterm Tresen, die regen sich übrigens gerade massiv über den Telefonterror auf. Ich würde hier gerne noch etwas verweilen, weil das höre ich mir gerne an. Sergeant, brauchst du noch eine Bleibeute? Das ist nicht schon nice. Das ist überleben, Mann. Das war richtig widerlich. Also, das hat null nach Hure geschmeckt. Das ist das Zeug, das du dann im Zweifel dann trinkst, wenn dir sowieso schon alles egal ist. Nee, ich trinke oft und gerne Hure, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war ja auch weil ich bekanntermaßen sehr, sehr oft mit sehr, sehr jungen Damen unterwegs bin. Und sowas ekelhaft habe ich nie zu mir. Wie gesagt, das ist so ein Zeug, das trinkst du dann irgendwann am Ende des Abends, wenn nichts anderes mehr da ist. Lass mal Tipico rasieren, AMK. Schulhahn, da hätte ich jetzt ehrlich gesagt Bock drauf. T4Zer. Kein Versand. Das ist nicht Meister August. Nee. Oh. In Betrachtung sehr missgünstig. Es kommt dezent wieder hoch, Alter. Mein Mageninhalt. Gehst du Herrn Smirnoff mal in Nürnberg besuchen? Der Plan, den Nürnberger Weihnachtsmarkt zu besuchen, steht seit Jahren. Und wenn das dieses Jahr ohne 2G Mumpitz stattfindet, dann wird er definitiv besucht. Gerne, das Telefon ist nicht am Klingeln, das ist. Nee, dann können wir auch weitergehen. Oh Junge, mir ist übelst schlecht. Nee, ich komme auf den Hugo nicht klar, das ist absolut ekelhaft. Also, gut, ist auch genug jetzt den Hugo thematisiert. Oh. Den Hugo hier kann ich echt nicht empfehlen. Nee. Das ist auch ein besonderer Hugo. Ja. Dargul, danke für die 100 Diamanten. Ich sauf. Das ist übrigens das Gesöff des Feindes. Oh, Brü. Brü? Oh, Alter. Oh. Zeit, eine öffentliche Toilette aufzusuchen. Rufschädigung? Nee, der schmeckt halt einfach wirklich nicht. Der Laden ist ja gut. Nur der Hugo da ist er. Ja, das. Die Kürbis ist geil. Die Luftunterstützung ist auch schon da. Die kommen immer nur, wenn der Hugo schlecht schmeckt. Alter, ich glaube, ich muss wirklich brechen, dass der Hugo war. So ekelhaft, Alter. So, wo lang? Hey. Sauf jetzt sofort Pride 100. Ich bin schwul und trinke. Ist der Rummel wegen dem Netz? Wegen des Netzes? Wegen Speedermund? Nein, wegen des Telekoms. Und der Vodafone. Kampf. Ju. Menschliche Exkremente im Maul des Esels? Genau. Die 8% die sind wenigstens zu spüren. Das ist, da war es das ja fast schon wert, der Schmutz. Paul von Berliner Arsch wird zeitnah besucht. Ich schulde dem Mann noch eine orale Verschmausung.
Und eine Farbe mehr 8, die würde ich auch nie ablehnen. Ja. Zeitnah? Na, zeitnah bedeutet irgendwann. Innerhalb der nächsten 3 Monate. Na, innerhalb meiner Lebenszeit. Ach so. Ja, ist ja fast das Gleiche. Ja. Ja, Junge, das auch. Das junge Statement. Ich hab einiges geplant für die Schweine. Statement zu Paul.dreck. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wen du meinst. Ich glaube, er meint Paul.ansage. Ich bin niemand, der gerne lästert. Guter Mann. Wenn ich nichts Gutes zu sagen habe, dann sage ich lieber nichts. Paul. Außer es geht um Meister August. Oh. Oh. Haus Kasper, Alter, du, ihr Kalb! Grüße gehen raus an die durchgebeutelte DJ-Szene. Der Mann hat 500 Diamanten für ein Getränk dagelassen. Der Reh war noch off. Da wird ein alkoholfreier, ein zuckerfreier Energy und noch eine Brühe drin sein. Du musst trotzdem zeitnah. Pullern! Da vorne gibt es eine öffentliche Toilette. Nice. Ja. Hey, Meister August, grüße gehen raus. Also wir haben unser erstes Date hier drin gehabt. Ach, das war letztens erst. Ja, ja. Yeah, das habt ihr gemacht. Yeah. Das habt ihr getrieben. Rewe ausrauben. Der Hip-Hop-Kasper. Ja, der echte. Omega, oh, lul. Statement dazu, dass die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen ist und ein längeres Urteil fordert, weil er wieder gestreamt hat und so. Ja, also ich habe jetzt seit der Gerichtsverhandlung und ehrlich gesagt, muss ich gestehen, auch lange Zeit jetzt vor der Gerichtsverhandlung gefühlt nichts von ihm ausgelassen und was der da rausgehauen hat, auch 1-2 Tage nach der Verhandlung, Alter. Ich glaube, er will so lange wie möglich in den Knast. Also anders kann ich mir die Äußerung nicht zusammenreimen. Naja, was? Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er im Knast nicht erkannt wird. Ja, er wird vielleicht erkannt, aber von wesentlich wenigeren Leuten. Und das ist dann. Aber er ist ja schon mal vorgedehnt, da tut es wenigstens so weh. Ja. Was genau ist eigentlich die Knaststaffel? Ich meine, man bekommt doch davon nichts zu sehen. Oder ist damit eigentlich das davor gemeint? Ich weiß, ich bin so ein mieser Level 0-Hater, wenn ich so die dummen Fragen stelle, aber es gibt ja eigentlich keine. Außer da ist Knastlock im selben Knast und der streamt dann mit seinem 360p-Handy, was in seinen Darm reingeschmuggelt wurde. Was ja eigentlich gar kein schlechter Plan ist. Knaststaffel ist einfach die Pause. Junge, es gibt nichts Schlimmeres als die Pause. Es darf keine 2- oder mehrjährige Pause geben. Der Typ braucht eher Hilfe. Ja, das steht außer Frage, Bre, aber ja, die bekommt man natürlich heutzutage und vor allem in Deutschland erst, wenn es zu spät ist. Oh, den heutigen Stream, den habe ich wirklich verpasst. Den werde ich direkt nachholen heute zum Einschlafen. Wie bitte? Ja, der Mann pisst jetzt in den Busch. Wir haben es alle verstanden. Den werde ich auf jeden Fall nachholen. Statement zu Radulius. Je, bester Mann. Oh, ey, der Hugo, Alter. Das ist wirklich selten, dass mal ein Getränk so widerlich ist. Also, oh. Oh. Also ich zwinge mir wirklich, ich bin immer der eigentlich am wenigsten sich aufregt. Wenn es was zu saufen gibt, dann schütte ich mir das in die Hölle rüber. Aber das... Naja. Oh. Nee, Harzelus, also wenn du wirklich jeder, der sich jetzt denkt, was hast du so nur ein bisschen Hugo und hey. Das ist ein Trauma. Das schmeckt leicht süßlich, aber ich kann den Geschmack nicht beschreiben. Wie vergammelte Weintrauben. Einfach nur wie vergammelte Weintrauben. Hoffentlich wird er im Knast nicht umgelegt. Nee, in Amerika. Rainer Winkler, sondern das. August, den kenne ich nicht, muss ich gestehen. Oh. Ey, Cintura. Die stehen ja vom Rewe an. Lass sich auskurieren. Was? Die stehen vom Rewe an? Ich glaube, das ist doch Rewe-Eingang, oder? Ja, die Gangstalker warten schon. Ich habe es ja vor ein paar Minuten gesagt, dass wir dort kommen. Verdammte Scheiße. Eine Hugo-Flut soll über dich hereinbrechen. Ja. Schick mir Hugo. Ich habe Hugo zu Hause stehen. Bitte nicht mehr Hugo schicken. Ist so, nee. So viele Damen gibt es gar nicht, die man betanken muss.
Rudi aus Buddelne, danke für den Sub. Und Bär mit Brille, vielen Dank für den vierten Monat. Oha, Hauptsache gesund. Kampf! So sieht's aus. Brie! Meinst du, der bekommt im Knast mehr Essen als die anderen Knackis? Also soweit ich das weiß, kann man sich im Knast, wenn man dort arbeitet, eine Zusatzmahlzeit einfach kaufen. Also die zum Beispiel dort so Bodybuilding und so machen, die arbeiten dann einfach und können sich dann halt ihr zusätzliches Döschen Thunfisch kaufen. Aber normalerweise nicht. Aber da der Mann selbstverständlich die Arbeit nicht ausführen wird, glaube ich das eher nicht. Aber keine Ahnung, wie das dort abläuft. Also ist ja überall anders. Ich persönlich sah es noch nicht ein. Ja. Arbeit, ne, ist keine Option. Wir können dann das harte Arbeiten. Na, was haben die denn hier? Sind's Narben, Brühe? Ja, Brühe, aber du weißt ja, was ich so. Irgendwas halt. Aber kein Sumerspi. Kein Feldschischen, kein Radeberger. Coronemo? Wenn die das haben, ja. Das ist eine Rede, aber die wollen Corona haben. Ja, du weißt, wie es ist. Vielen Rattenarsch. Jetzt kann ich endlich wegrennen. Loriander, bitte. Zum ersten ist es eine Lüge und zum zweiten ist das hier bei Twitch wirklich nicht legitim. Breh, bitte. Boah. Ja, so ein taktischer Zwischenkotzer wäre jetzt eigentlich echt angebracht. Ich meine, der Hugo, der. Alter, wo sind wir denn hier? Hier stand nirgends betreten verboten, deswegen darf ich hier reingehen. Also ich glaube jedenfalls, dass ich das darf. Ah, der Klink soll sich in die Öffentlichkeit trauen, Junge. Da wurde ich gezeugt. Oh, Junge, feinste Dämmstoffe. Hall! Feinster Hall! Spezialkleber. Das ist kein Hausfriedensbruch, Bre. Stand an keiner einzigen Stelle, dass man es nicht betreten darf. Ist auch nicht eingezäunt. Nur versperrt. Kurve, bitte keine massiven Androhungen von körperlicher Gewalt im Chat. Dankeschön. Guck mal, diese Leute vor dem Rewe, die machen mich wirr. Stimmt, wird das in Bedell. Oh, hier wurde heute Morgen Kaffee genossen. Schweinerei. Ja gut, das Abenteuer war jetzt etwas kleiner als gedacht. Aber wer noch eine Bleibe für die Nacht braucht, hier vorm Rewe ist noch frei. Ich kann übrigens sehr die Dokumentation von... Oh, war das Steuerung F? Ich weiß es gar nicht. Empfehlen bei YouTube, die habe ich mir gestern reingezogen über Crack und Paris. Also sehr sehenswert. Ich habe noch nie so einen Stein inhaliert, aber ja, es wird mal Zeit. Wenn ich die jungen Männer dort gesehen habe und Damen, die in ihren Zelten dort zusammenlebten, da dachte ich mir schon, ja, das kann man mal ausprobieren. Warum auch nicht? Man hat nur ein Leben. Nimm sie das lieber nicht. Baldrian, danke für den Tipp. Bre. Hättest du das nicht gesagt, hätte ich den Sergeant nochmal in den Rewe geschickt und gesagt, bitte bring noch einen Stein mit, Bruder. Ich möchte ihn rauchen. Drogendokus verleiten mich selber dazu, mehr Drogen zu nehmen. Das ist nicht gut, Bre. Das ist gar nicht gut. Drogen sind schlimm und zerstören das Leben. Der Pyrohund ist gerade auf Instagram wieder freigekommen. Warum war der denn gebannt? Was hat denn der gemacht? Das ist ein Geier. Leon the Beast, nein, bitte nicht. Wenn ich möchte, dass etwas auf YouTube hier vom Stream weiterlebt, dann lade ich das selbst hoch. Wenn nicht, dann möchte ich, dass es für immer im Internet verschwindet. Menschenfeind, danke für den Sub übrigens. Die Namen sind heute wieder sehr geil.
Merkt einen guten 9. Monat. Schönen guten Abend. Ich wünsche euch ebenfalls allen einen schönen guten Abend. Wann kommt dein Film nochmal im TV? Ich glaube im MDR um 1.10 Uhr am 28. Ich glaube, also das ist Donnerstag. Wenn ich nicht irre. Im Free TV, Lord of the Toys, also wer noch nicht gesehen hat, das ist im Rahmen der Doc-Nacht und strahlen die mehrere solche Filme aus. Und auch Lord of the Toys im MDR, das ist schon krank. Naja, ich bin gespannt. Vielleicht gibt es ja da wieder ein bisschen Hass von Jürgen K. Hey. Meister August, ich habe keine Ahnung. Du hast zwei Bier geholt. Nee. Hast du wieder angefangen oder willst du mich abfüllen? Oder will beides? Ich abfüllen. Miese Sau. Vielen Dank. Machst du einen Stream zum Film? Wenn ich das streame, dann bin ich definitiv nie wieder hier zu sehen. Also, ihr Lost for Toys. Ah. Prost, vielen Dank. Prost. Ah. Kriegst du dafür Kohle? Was wäre das Bier? Nee, wir haben damals alle Verträge unterschrieben, die. Kannst du mager aussehen? Nee, die sind nicht nur mager, die sind ein Skelett. Also wir bekommen alle nichts dafür. Das Einzige, was ich jemals bekommen habe für Lord of the Toys war... Zeitungsartikel. Zeitungsartikel des Öfteren und eine Blu-ray des Films. Ist cool, also immerhin. Ja, ja. Also, logisch, zweifellos. Stabil. Motiviert richtig für den zweiten Teil. Naja, ich denke, beim zweiten Teil kann man ja ein bisschen mehr Warnung vielleicht rausholen. Ja, die haben aber gesagt, dass ein zweiter Teil erst nach 10 Jahren oder so Sinn macht und da lebt ja der Protagonist niemand mehr. Also. Stimmt. Ja. Naja. Morddrohungen habe ich persönlich nicht erhalten. Also die bekomme ich oft von euch, aber jetzt nicht von den Leuten, die den Film nicht gut fanden oder mich in dem Film. Hm. Was habt ihr vor da? Naja, also das Hauptanliegen an diesem Abend meinerseits ist, ihn zu überleben. Ich glaube, der Sergeant möchte einen vollen Rucksack. Okay, ja. Und dann später noch die Musikerin erleichtern. Ich muss wieder noch die Heimweg streamen. Also oh yeah. Die Nachtschicht übernehmen. Ach, deswegen das Heining. Deswegen das viel Rucksackzeug. Aber Leute, ich muss eins sagen, es wird zu wenig getrunken, jetzt wo es ein bisschen kälter ist draußen. Nur weil es ein bisschen kälter ist, heißt das nicht, dass ihr euch nicht mit einem Kasten hier in der JBL-Box hinsetzen könnt und ein paar Biere vernichtet. Ja, die wissen natürlich auch, ihr könnt einfach drinnen trinken und den Pfand rausstellen für mich. Ja, das. Dann habt ihr Samen und ich hab was zu tun. Junge, das ist andere, bewerben so ihre Wishlist auf Amazon, aber man macht es halt so im Osten. Wir können halt unsere Leergut das ist unkreativ zu sagen, hey, da und da ist meine Wunschliste, genießt es. Ja. Das ist ja, davon habt ihr ja auch nichts. Ja, das stimmt. So, wenn ich mich dann totschleppe an so einem dreckigen Kasten und in der anderen Hand so das Gimbal, das freut euch dann. Ja, das freut mich definitiv. Hm. Ja. So, habt ihr was davon? Holst du auch gelbe Tonne ab, oder? Unbedingt sein muss. Also. Ich sehe da was glänzen zwischen den Bänken. Es könnte auch eine Glaskaraffe sein, man weiß es nicht. Madonna Call Service, was zum Fick? Haben sich denn hier alle umbenannt? Danke für den 9. Monat. Also, hier, hä? Moin Meister, ja, hallöle, Brie. Oh, das war Sekt. Oh, ist das kalt, Alter. Hol die Sekko-Granatapfel! Verpiss dich mit diesem Zeug, ui, ich kann nicht mehr. Genau, nee. Das Ding habe ich gehört. Ja, das war mal mein Ding nach dem heutigen Tag. Eine Blumenvase. Ich habe eine Blumenvase in Anführungsstrichen in der Fanpost gehabt, die war sehr verranzt. Ich habe sie gegen. Naja. Na, egal. Ui, Sauerkraut, Mann, moin, moin, moin. Heute noch ein Paket ausgepackt und jetzt zappt der Mann ja schon rein. Vielen Dank. Score, danke für den ersten. Ui, Maschallah. Dein Steif? Nee. Ja, stimmt, da war was mit dem CBD von dem Migrant. Ja. Yay. Yeah.
die hatte den Stream an das. Twitch weist den Usern random Namen zu, um mehr Abwechslung in die einzelnen Streams zu bringen. Ey, weißt du, ich bin jemand, der das wirklich so 5 Sekunden lang glaubt. Hau nie so ein Zeug raus, bitte. Das rendert, das lastet meinen RAM komplett aus. Weil was mein Hirn angeht, da hat der Herr im Himmel leider sich für RGB entschieden, statt für was Gutes. So 3,6 Megahertz. Oder du weißt. Ich distanziere mich ausdrücklich, mein Rechner ist noch schlechter. Also, na gut. mir läuft die Nase, ich muss unbedingt die Kamera hinsetzen, um meine Nase zu schneuzen. Und meine linke Hand ist so unfassbar kalt, weil dieser Mann das Bier aus dem Kühlschrank genommen hat. Es gab keine Alternative. Es gibt eine Alternative, die ist blau. Henry, bitte. Ja, sorry, Kappa. Umfrische. Entertainment-Kanal. Das ist eine dreiste Lüge. Hier wird auf der Meta-Ebene Hass und Hetze verbreitet. Ich distanziere mich auch so richtig von diesen Anschuldigungen. Ich auch. Die habe ich leider oft zu hören bekommen. Twitch generiert den ganzen Chat, um die Streamer zu unterstützen. Alter, wenn dieser Chat hier eine KI ist, Alter, dann ist das der geisteskrankste Algorithmus der Welt. Komm! Oh, meine Hände sind so arschkalt, Alter. Ja. Ich muss jetzt übrigens auch mal eine Toilette aufsuchen. Nee. Melkfett. Sehr unter der Woche und so. Genieß. Also normalerweise trinke ich ja nur am Wochenende. Ja. Aber bei der Arbeit mache ich immer eine Ausnahme. Achtung. Hey, sagen wir noch ein ganzes Stück bis zum Rainer. Die brauchen locker noch 3 Stunden. Dann schimpft er morgen wieder übelst dumm in der Aufzeichnung. So, schnell gefahren. Ja. Ein raues Pflaster. Was sagt der da? Krampf? Nein, Kampf. Kampf. Weißt du, wie man das nutzt? Ich vermute mal wie ein normales Gimbal. Ja, genau so. Du musst immer in dieses Loch hier reingucken. Ja, exzellent. Und hier ist der Zetteroni. Ja, genau. Und ich versuche so lange die Toilette zu verwenden. Ja. Yeah. Danke. Kappa, ich uriniere nicht! Ich finde ihn noch geistige Fanpost. Kampf den System! Kampf! Ich liebe dich! Moin moin, ich würde jetzt auch salutieren, aber ich kann nicht. Die Hände voll. Also, ungewohnt leicht, dieses Gimbal. Kann man den Film jetzt gucken? Der müsste irgendwo im Free TV zu sehen sein, irgendwann demnächst. Mädel. Fand du durch Chemnitz Zeiten. Immer auf die Bildschirm gucken. Gonzales, nein, ich bin vergeben. Ja! Nee! Ich distanziere mich ausdrücklich von der Haarlosigkeit. Oh, Henry, bitte. Machen dir das Licht aus. Wir müssen. Ah, bitte. Die Männer dort. Ja, yeah, ich würde dir raten, dieses Gimbal zu nehmen. Das einzuschicken. Es nimmt einfach kein Ende, Alter. Es nimmt kein Ende, egal wo man ist. Es ist der Sergeant auch schon verfolgt. Das kommt drauf.
distanziere mich ausdrücklich vom Goldmünzenraub. Das war mein Cousin. Danke, Max, Sie nichts. Nichts. Vielen Dank für die Werbung, für den Film. Herr Hartlus, Junge, diese Bezeichnung ist kein Grund, sich zu distanzieren. Ich glaube, selbst Herr Steinhöfel kann in dem Fall von Genitalentblößung und extremem Suff den Twitch-Bann nicht rückgängig machen. Diese miesen Influencer. Das stimmt was, oder? Ich bin kein Influencer. Möchtest du deinen Chat noch lesen? Oder liest ich lese ihn doch selbst. Okay. Junge, wirklich, ich habe jetzt die ganze Zeit diese blöde Taschenlampe vor Augen. Ich sehe nur die Hälfte. Hä, wie jetzt? Hättest du diese weirden. Du hast die Taschenlampe vor Augen, die ist doch ganz unscheinbar und schwarz. Das Licht. Ach so. Henry. Ist das die Reisegruppe? Das ist die Reisegruppe. Auf keinen Fall, Henry, bitte. Henry. Es gibt wirklich kaum was Schönes auf der Welt. Es sind 21.30 Uhr. Ich hab das gerade im Chat gelesen, jetzt habe ich es gerade einfach adaptiert. Leute zu blenden. Das ist so schön. Ja, der Kult, Alter, die trinken bestimmt auch Ziegenblut. Muss man entschieden gegenhalten. Wohin? Dagegen solche Treffen. Das sind ja Treffen von Schaulustigen. Ja, die helle Barde sagt doch alles. Der Kong kann euch in der Story aufklären, was es angeht. Ihr habt die Ziege doch alle gesehen, oder nicht? Die Ziegenkopf! Oh, Junge. Was denn? Ich sehe wirklich kaum mal. Das ist 5 Minuten her. Ja, ich brauche eine Weile, um das scharf zu stellen. Wir müssen hier geht's glaube ich nicht mehr raus. Dort vorne ist wie nennt man das? Da kommt man nicht runter. Ist die zu, oder? Oh, warte mal, scheiße. Sag das so, oder was? Du kommst, wenn du dort hochgehst, nur hoch. Aber nicht mehr runter. Nicht mehr? Hinten? Müsst ihr da hinten nicht ein? Links nicht. Und rechts geht's nur bis zu dieser Treppe, wo der See dann ist. Und da geht's dann nicht weiter. Nicht? Dann komm doch von außen hoch. Nee, da ist der zweite Ausgang. Also da kommst man kommt doch von außen auf diesen Umgang. Ja, und dort gibt's keinen Runterweg. Nee, da ist so ein Restaurant hinten, das ist aber eine Baustelle. Nach da hinten. Da ist zum der See. Reich. Ja, und da kommst du nicht drüber. Wenn da nichts zugemacht ist, kommt man da raus. Das ist zu. Seit 2-3 Jahren. Also. Der Weg runter. Ja. Dieser lange Aufgang ist zu. Oder meinst du bei dieser Commerzbank-Filiale? Ich, du bist der Reiseführer, ich trinke einfach weiter. Schwimmen, bitte nicht bei dieser Kälte. Ich möchte Ihre Taschenlampe kaufen. Wo haben Sie die her? Das ist eine Imalent. Also Imalent. MS30. Die leider nicht sehr zuverlässig ist, scheinbar. Na jetzt. Also es würde mich wundern, wenn man hier langkommt. Ja, da geht es zwar runter, aber da geht es nicht weiter. Du kommst da runter, aber nicht weiter. Kommst du auf den Weg auf den Vorplatz von der Das ist nicht dieser Weg. Das ist ein zweiter.
Lüllich ist der Weg. Bist du. Ah, hier? Du kommst hier runter. Lull! Was zum. Du hast mich gerade erleuchtet. Ja? Du hast mich gerade erleuchtet. Wenn du ein, zwei vorher links abbiegst, kommst du in eine Sackgasse. Nee. Egal. Der Weg ist. Denkst du, du kommst damit davon? Ja, ja. Nimm mit mir. Ich hatte einen Denkfehler. Aber ich muss echt gestehen, dass ich hier dreimal in der Sackgasse steckte bisher. Dreimal! Ja, wenn du von hier unten. Also links neben. Also von hier aus gesehen, links neben dem See, gibt es ja auch noch einen Weg. Und da landest du dann letztendlich in der Sackgasse. Ich habe wirklich um ein Haar meine Eier eingebüßt. Na gut. So. Endseitenwechsel, ja, ne? Ja, bitte. Ja, okay. Alter, was ist denn das? Ach, das ist ein. Junge, das ist ein Rollstuhl. Das sah gerade in meinen verschwommenen Augen so krank aus. Bitte klingeln. Henry, okay. Bitte warten. Ja, hallo, hier stand bitte klingeln. Hallo? Das ist nicht nett. Warum schreiben Sie das dran? Das ist Verarsche. Schönen Abend noch. Werde ich verfolgt oder hört sich das nur so an? Der von dir erleuchtete Herr. Ich glaube, das war sein Auto da. Doch. Meinst du? Hm. Der von mir erleuchtet, der Herr. Ich bin doch nicht der Kong, der die Leute erleuchtet. Ich erhelle sie nur. Kommt er immer noch? Ja, vielleicht ist er herum. Ja, dann ist es sein Auto gewesen. Aber was soll er denn sonst dort machen? Der ist so gekleidet mit FaceTime offen. Na, da, es ist langweilig, da ist ja sonst niemand. Ja, gut. Also, dass dich so ein Vollidiot anstrahlt, das passiert doch, glaube ich, immer im Jahr. Genießt mal kurz die Altstadt. Das ist das Grüne Gewölbe, oder? Ja, ja, das ist Taschenbergpalais und das ist das Grüne Gewölbe. Da war ich übrigens meinen Lebtag noch nicht drin. Im Grünen Gewölbe? Ja. Ich war übrigens gerne in einem Gewölbe drin. Henry. Wie es gesungen muss, du mit meiner Dame führen. Ich möchte nicht in sie, in dich möchte ich rein. Ja, trotzdem musst du das hören, wenn ich der Dame führen. Also? Die hat den Schlüssel zum Gewölbe. Aber warte mal, da ist doch jetzt gerade eigentlich jemand rangegangen. Also das klang so, als hätte jemand abgehoben. Ja. Alter, der Hammer. Henry. Was hat mein Opa immer gesagt? Nimm geschenken Gaul. Scheißt man nicht ins Maul. Das ist ja der Hammer. Lol, lol, lol. Geh mal bitte zu dem Fenster, wo die eingestiegen sind. Das ist, seht ihr das? Wartet. Kann ich denn nicht zoomen? Hier wird alles gebaut. Das gesamte Gebäude. Ich sehe den Mann. Gut gebaut. Anscheinend, Junge, stell die Tat nach. Das gesamte Gebäude wird scheinbar mit Sicherheitsmaßnahmen, naja, aufgefrischt. Aber ich, also woher soll ich denn wissen, welches Fenster das war? Ach so, das ist eine Fangfrage, jetzt habe ich es verstanden. Ah, yeah, yeah, yeah.
Also man munkelt, das war hinter dieser Wand. Aber das könnte auch jedes andere Fenster sein. Ich weiß es natürlich nicht. Also, keine Ahnung. Ich weiß nur, wo der Schlüssel liegt. Warte mal, Bre, kannst du bitte mal den Schlüssel holen? Du musst einfach reingreifen in diese Mulde. Welchen Schlüssel? Da, in die Mulde greifen. Vertrau mir, da liegt das wirklich. Was? Sie? Bitte. Ich komm, dann mache ich selber, aber ich komme da schlechter dran. Wo? Da, in der Ecke. Da oben in der Ecke. Ja, wirklich. Ich vertraue dir keinen Zentimeter. Ich schwöre. Dann nimm das Ding. Warte, hier. Glaubt ihr mir nicht, Alter. Sollen hier gewesen sein? Kiste? Ach, Geocache. Ja. Lol, die haben die echt entfernt. Scheiße. Sorry, dass ich dein Vertrauen missbraucht habe. Ich wusste nichts von dieser Änderung. Ach, Scheiße. Wenn das jemand sieht, ist wie diese rumläuft. Das ist deswegen! Ja, okay. Warte mal, als ob die den ersatzlos entfernt haben. Nee. Nee, man hört schon die Sirenen. Du und deine Leuchte. Als ob die den entfernt haben, da komme ich nicht klar. Dann habe ich einfach 7 Jahre voll geschändet. Jemand unter mich? Henry. Was machen Sie denn hier in der Nacht? Ja, wir wollten Geocaching betreiben. Mystisch, mystisch. Nun gut. Nun gut. Die Remos sind wieder in Dresden. Henry. Bitte. Ich will keine Klarnamen. Ich werde, liegt gleich im Drecke gefesselt und geknebelt. Ja, das haben wir verdient. Alter, der predigt ja immer noch. Henry. Was denn? Lass den guten Mann predigen über den Fürstenzug. Richtige kulturelle. Wir sollten dringend auf die Brücke. Die Sirenen werden immer lauter. Rechts oder links? Auf der rechten Seite oder auf der linken Seite? Hä? Steht der Mann jetzt seit einer Stunde dort und predigt? Ja, vielleicht ist schon die nächste Tour. Wer geht denn um diese Zeit zu so einer Tour? Naja, in Dresden bei Nacht, Bre. Hier ist doch nicht besser. Ja, gut, okay. Ich will auch nicht irgendwie mehr mit der Zeit gegangen. Hm. Ja, herzliches Fahrer wurde bisher leider nur im Ausland geschehen. Zeig uns den bitte. Ich war vorhin schon da. Ich habe wirklich Angst, die helle Barde in meiner Brust zu haben. Die Leute da hinten hören. Rinn! Die Uhr 2001. Ja, ich glaube, das sind gerade Namen gefallen. Die kommen, die kommen. Die nehmen Fahrt auf. Junge, ich hab getankt, ich kann nicht so schnell. Ich kann nicht mehr so schnell. Ich glaube nicht, dass sie uns so schnell verfolgen. Ey, das. Überall die Gangstalker, überall. Ja, das siehst du. Wieso kann man sagen? Na, wundern Sie sich noch, dass ich nicht die SPD will. Kappa! Ja. Der Sergeant würde seinen Rucksack niemals abnehmen. Man muss nämlich nicht retten. So hoch ist die Brüstung nicht, dass ich den schützenden Sprung wage. Da hinten ist übrigens der Rummel. Ja, die Stimmen werden lauter.
ist schwierig. In Ferienzeiten zu schieben ist dann. Ja, wirklich so. Kennen Sie eine Abkürzung? Hilfe kann man auch nie erwarten von diesen Bots. Damit. Mittwoch Rummel. Nee, Freitag. Freitag, wenn es nie regnet. Bist du am Start? Vielleicht. Mal gucken. Vielleicht muss ich arbeiten. Alter, was? Kann sein, dass ich arbeiten muss noch am letzten Tag. Arbeiten? Arbeiten. Selbstständiger Schichtarbeiter. Hey. Ich bin Schnittenschmierer. Es kann sein, dass es vormittags ist und ich dann nachmittags Zeit habe. Geil. Ich gebe mir Mühe. Geil, geil, geil. Low-Level NPCs. Was ist eigentlich ein NPC? Für was steht das? Non-Person irgendwas, glaube ich. Non-Player-Character. So. Nicht gespielter Charakter. Also. Oder so ähnlich. Sorry, ich bin kein Nerd. Entschuldigung, darf ich Sie fragen, was ein NPC ist? Was? NPC. Wie ist das zusammen? Ne, das schreiben die Leute gerade in meinen Chat. Keine Ahnung. Schönen Abend noch. Naja. Non-playable Character schreibt der Superficker. Vielen Dank für die Aufklärung, Bre. Non-playable Character. Hey. Ja. Bist du playable? Ich bin schon gespielt, also ich bin schon vergeben als Charakter. Wie so einen treuen Mann, den wünscht sich jede Frau. Je, je, je. Und ich mir auch. Das waren NPCs, ja, stimmt, ein gutes Paradebeispiel. Non-Player-Character, Junge, das ist ein kleiner Unterschied. Ach, Non-Player, das sind ja alle Charaktere außer die Player. NPC ist richtig. Ja. Wir finden schon noch PCs, Junge, Alter. Bitte keine Political Correctness im Chat, danke. Wenn ihr einen guten PC für mich habt, gerne zu mir an die Packstation schicken. einen wunderschönen guten Abend, Sie sind sehr mächtig. Darf ich Sie interviewen zum Thema Bratwurst? Nein. Ja, okay, okay. Wir flüchten so schnell wir können. Ich bin vom Sachsenspiegel. Es ist hier sehr hell. Ich fühle mich unwohl in der Umgebung. Der Mann ist grell bejagt. Ui. Wie lange noch online? Ich hoffe nicht mehr lange. Wir werden hier gleich von Anwohnern niedergeknüppelt. Nee. Wann gehst du mal mit einem gebrechlichen Rentner ins Oktagon, Alter? Ich distanziere mich ausdrücklich. Wann gehst du mal mit einem gebrechlichen Rentner ins Oktagon, Alter? Stiflers Mom, danke für den 17. Monat. Gebhardt, danke für den Prime. Good Kid Mad City, danke für den 6. Monat. Komm! Kumpf. Kokolores, oh Junge, ich wünsche dir Ungewehr jetzt hier. Kokolores, danke für den 3. Monat. Was wünschst du dir besonders in der Fanpost, abgesehen von der neuen? Danach lässt mich Twitch das leider nicht weiterlesen. Also am meisten in der Fanpost wünsche ich mir der wahren Liebe erster Kuss. Okay. Bruder, haben Sie ein Kennzeichen? Ja, habe ich nicht gesehen. Abgesehen von der neuen Kamera. Ach, bra, ich habe keine Wünsche in dem Sinne. Ich bin jemand, der sich gerne überraschen lässt. Und ich habe auch jetzt echt nichts dagegen, wenn das beim Peitschen ein paar Striemen hinterlässt. Also, du weißt schon. Je. In der Sauna und so. Aber so was materielle Dinge angeht, also ist der Mann rundum zufrieden? Nein, nicht rundum. Also ich hätte gerne jeden Tag eine warme Mahlzeit auf dem Tisch, aber sonst. Ja gut. Bre, es geht ja nicht um mich, es geht ja darum, das Volk zu unterhalten. Also einfach so eine lebendige Tarantel so oder so. Also. Nee, jetzt bitte keine lebendigen Tiere. Ich schaff's immer wieder mir selber reinzuscheißen, sorry. Ich antworte einfach nicht mehr auf Fragen.
Ich bin einfach zu dumm. Makrelen werden schon beschworen. Ja, am 13.11. wird wieder eine Makrele beschworen. Die Geburtstagstradition. So. Nein, ich werde das Besteck nicht stehlen. Willst du nicht etwa? Was? Ich will nur das Bier öffnen. So, was denn sonst? Ich hab schon gemacht, vor dem Masthof-Schlag. Vor dem Masthof? Nein, ich geh noch zum Masthof. Du gehst noch zum Masthof? Ich bin nächst irgendwann im Mädchen. Das ist mir schon klar, aber du gehst zum Masthof. Nee, das ist ja quasi meine Richtung. Ja, gut. Du weißt doch, unter der Brücke und so. Der Mann hat einen festen Wohnsitz. Am Wochenende. Die kleine Mann. Prost, Melk fährt miteinander. Oh Junge, was ist das? Nur vier. Der Rewe hat mies im Sinn. Eine Brücke ist auch fest. Ja, gut. Ziemlich kalt. Das ist wiederum warm. Das ist ja, das war ja auch nicht im Güter. Und die ganze Zeit immer in der Tasche. Guck mal, wenn du hier drauf drückst. Hey! Bitte mehr deutsches Bier. Was? Holland ist doch Deutschland. Henry, bitte. Oh, Junge, ich wollte gerade sagen. Fast übersehen, aber auch nur fast. Nicht so lange in deiner Position aufhalten, die Gangster geschlafen nicht. Ja, ja, ja. Hermann des Fortbewegens. Castle, das freut mich. Das freut mich sogar massiv. Bayerisches Bier hat den Anfang heute gemacht. Wie hieß das? Kamen? Nee, es war. Kambert? Da, irgendwas mit G und A. Nee, das ist. Gambert ist nicht Schlamm. Nee, das ist das, was der Käfer immer sagt. Nee, das ist mit C, K. Bitte nicht, 3K, danke. Karamba. Bitte nicht in mein Halloween-Kostüm liegen. Henry, bitte. Kappe! Kambert, Chiemsee, nee. Kamm-Zone. Ja, Alter! Welcome to the Kamm-Zone. Ich, weiter geht's leider nicht, sorry. Die Kunstfreiheit hat auch ihre. Naja. Oh, George Floyd. Den Mann haben wir lange nicht gegrüßt. Jürge. Danke für den 9. Monat, Herr Floyd. Lange nichts gesehen. Ist ein bisschen ruhig geworden. Ja, aber ich respektiere Ihre Privatsphäre. Warum steht auf dem Montag so viel Leergut? Ich war heute schon mal unterwegs. Alles nur gefaked. Ja, das sowieso. Für die Compilation. Die CGI-Animations sind wirklich nicht so einfach einzufügen auf Dauer. Jürgen Flüth. Du hast lange in deinen Stories keine massive Nerverei mehr betrieben. Ich glaube, sie verwechseln mich mit dem Schänder. Aber spätestens Halloween wird sich das ändern. Junge. Ich wünsche, kauft mir Merch jetzt schon einen angenehmen Ruhestand. Jeffrey E. Wir werden dich nie vergessen. Wahr, oder? Ich werde nie vergessen, was der Mann mir antat. Kapi. Kannst du bitte in den Rossmann einbrechen? Ungern. Ich warte einfach bis 9 Uhr morgens, mach dir wieder auf, und dann kann ich dort meine Kurzwaren ganz legitim einholen. Richtig. Warum warst du eigentlich im Knast? Warum du im Knast warst? Warum ich im Knast war? Lange Geschichte. Ah nee, du bist ja gar nicht der Tindling. Da steht Pfand. Nee, bist ja gar nicht der Tindling. Mr. Deeds, nö. Nö. Das liegt im Rahmen des Machbaren. Dann kommst du endlich mal nach Kassel.
bin letztens da vorbeigefahren und ja, machen wir morgen 17 Uhr. Warum ist alles so hell? Was heißt hell? Das ist halt die Hauptstraße in Dresden, also die heißt halt wirklich so. Das ist jetzt nicht die Hauptstraße in dem Sinne, aber die heißt Hauptstraße. Und süßes oder Fickfuß, Alter, ja, das, die ist halt schön und deswegen wird hier die ganze Nacht Strom verschwendet. Es reicht halt nicht, das hier auszuleuchten, es muss auch noch das hier leuchten. Also. Hauptsache, der Sprit kostet 2 Euro der Liter. Bist du zeitnah in Riesa? Also an dieser Stelle würde ich einfach mit dem Gesichtsausdruck von Olaf Hayek antworten. Ich kann nicht mehr zoomen, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ein glücklicher, möblierter Mann. Möblierter Mann? Ne, der ist durchmöbliert. Also da kann man sich nie beschweren. Es gibt zahlreiche Sitzmöglichkeiten und auch den einen oder anderen Schemel, um ein Kaltgetränk darauf abzustellen. Wann kommt Onkel Hayo in den Stream? Der Hayo ist mein Großonkel, der hat nie Hand an mir angelegt. Und ich sag's mal so, der Mann ist sehr scheu, was das Netz angeht. Oh Junge, die nächste Sekte. Bitte keine Kritik an der städtischen Beleuchtung, Junge. Nee. Was willst du tun? Keine Kritik am System. Ich bin gegen das System. Nee. Das dürfen wir nicht so laut sagen. Das sagen wir nur heimlich und leise in unserem Kämmerchen. Gegen das System! Komm! Wir posten es in Instagram, sorry. Ja, und dann muss man dreimal bestätigen, dass man demjenigen folgen will. Junge, was ist denn... Alter, ist das hier so eine Frankfurter oder Offenbacher Bank, die ja importiert wurde? Also, Junge, was soll denn das? Hat hier einer Brennholz geraubt, oder? Onkel Hayu ist gleich Steve. Ja, mein Stammbaum ist nach wie vor ein Hufeisen. Alter, was zum Geier. Onkel Hayo ist gleich Steve. Ich habe eigentlich nur einen einzigen Onkel und der ist auch gleichzeitig mein Vater. Das Mädchenvieh habe ich gemietet. Das fickt gerade meinen Kopf. Onkel Hayo ist gleich Steve. Das ist zu viel für mich. Das ist, Alter. Gemietet? Naja, den Mann kann man mieten. Echt? Nein. Also, wenn man gute Kontakte hat, ja. Kann was klar machen. Habe ich da offenbar gehört. Chaoten, du sollst doch schlafen. Müsst morgen um 3 in der Bäckerei sein. Hey. Welche Richtung? Hast du das gerade gehört? Ja, deswegen meine ich ja, welche Richtung? Hat er mal gerade Arnos gesagt? Ja, und die Musik läuft auch. In welche Richtung willst du? Links, rechts. Rechts. Von dir aus rechts. Geradeaus. Wenn die jungen Menschen die Straße queren, können wir immer noch flüchten. Ich glaube, die Bedrohung ist abgewandt. Ich glaube, die Bedrohung kam nicht mal von denen. Ach so? Ja, gucken sehr. Hey, jetzt ist ja klar, dass sie gucken. Also, ich kann auch. Denkst du, es kommt aus dem Balkon? Möglicherweise. Jetzt bleiben wir stehen. Entschuldigen Sie, wir sind gerade live im Netz. Wissen Sie, wo man hier. Wissen Sie, wo man hier günstig. Sie wissen schon? Nee. Ich habe nicht die Spur, eine Ahnung. Ja, dann schönen Abend. Der Mann sah aus, als wüsste er genau, was ich meine. Laufen Sie auf jeden Fall in den Wald. Wie bitte? Die Leute bewegen sich jetzt mehr in unserer Richtung. Willst du sagen, dass sie einen sogenannten Stalk aufnehmen? Na, das läuft schon relativ zügig, ja. Schneller als wir? Ja, also sie nehmen Geschwindigkeit auf. Unbedingt aufgehört, um zu verfolgen. Wir laufen weiterhin in unsere Richtung. Ja, danke für die
Berichterstattung bra. Halloween ist zwar erst am Wochenende, aber es kommt mir so vor, als wäre es heute schon. Ja, nur ins Handgefunden. Bre, ich werde gleich abgeholt. Kannst du denn langsam den Generator anschmeißen? Vielen Dank. Also mit abholen meine ich, dass ich Ausgangszeit schon überschritten habe. Das blaue Licht, ich höre es schon. Ja, das. Die weißen Jacken. Sag dir immer wieder, du sollst auf die Uhr gucken. Sag dir immer wieder. Scheiße, mein Wecker hat nie geklingelt. Ich bin dann wieder Stress. Maschallah. Das mit der Schadenmannschaft muss ja nicht immer sein. Ja, weil du immer wieder verpeilst, auf die Uhr zu gucken. Alter, wie professionell ist denn dieser Mann unterwegs? Ja, professionell würde ich nicht nehmen. Tisch 7, selbstverständlich. Selbstverständlich. Es werden keine Kosten und Mühen gescheut. Alter, das wurde jetzt erst gedrückt. Nee. Wir sind verdächtig nahe gekommen schon. Die Leute? Ja. Ach nein. Kam keine Benachrichtigung. Wegen dem Stream bin ich gesoffene. Wie bitte? Kam keine Insta-Benachrichtigung wegen dem Stream oder bin ich besoffene? Ja, doch. Lol, hä? Och, das hat die Insta-Story nicht hochgeladen. Och, Mann. Hä? Junge, die Insta-Story ist einfach weg. Ich habe den Stream rechtzeitig angekündigt, Junge. Das regt mich gerade dezent auf. Schon gewundert? Hä? Okay, also entweder wurde die Insta-Story gesperrt, aber ich habe... Hä? Oh, das ärgert mich jetzt. Na gut, schade. Naja. Nächstes Mal muss ich doppelt checken, also... Was soll denn das? Junge, Logi, Junge, Junge! Wir waren doch alle da, durchgezählt. Ehre. Massive Ehre. Puh. Alter Flowertricks, danke für den 14. Monat. Grüße ans Geschwätz. Prost. Wollten die mir ans Leder? Nein, sie wollten nur sehr höflich sagen, dass sie unseren Content mögen. Ja, das sagen die alle. Mir gegenüber zumindest. Ich weiß nicht, ob es bei dir gegenüber... Das bezweifle ich stark. Sehr stark sogar. Go Liferi. Meister August, nee, heute waren so wie ich eine ganze Menge verschiedene Leute. Den guten TikTok-Content. Ich distanziere mich ausdrücklich von TikTok. Und asozial haben das genannt. In meinem Content. Asozial? Yeah, wir sind asozialen Content. Ist das hier richtig? Nee, mit E statt dem A. Junge, du hast einen massiven Schreibfehler. Sergiant. Na nee, das ist ein Eigenname. Das ist eine Schöpfung, die im Suff entstanden ist. Yay, eigentlich in 4a. Streamception. Ist es soweit, oder? Ich bin... Liferi. Oh. Okay. Bres, Bras und alles, was dazwischen liegt. Ich gebe mir Mühe, so selten wie möglich auf dieser Plattform live zu sein. Und ich möchte mich dafür entschuldigen, euren Montagabend hier verschwendet zu haben. Ich sehe nichts. Also ich versuche es, dass ich in den nächsten 3 Wochen nur höchstens 2-mal live komme.
Obwohl die nächsten Wochen super toll sind. Ja, ja, trotzdem, trotzdem. Grüß. Vielen Dank fürs Anschauen und genießt jetzt die Nacht mit diesem Mann. Er wird sich allen Gangstalkern stellen. Yeah! Hey. Oh, geil. Ich weiß aber Leute, nein, das werde ich nicht tun. Sind viel zu viele Zeugen. Tschüssikowski.